Hallo liebe Whisky-Freunde und Rum-Samstag-Buddies. Heute ziehen wir uns auf eine ganz kleine Insel zurück, und zwar auf Isla. Und wollen euch die Isla Classics präsentieren. Bei vielen laufen die unter dem Radar durch, aber da hat man natürlich den typischen Destillen-Charakter drin. Und deshalb wollen wir die euch mal im Paket rüberbringen, damit ihr seht, wie grundsätzlich gut eigentlich so eine Standardabfüllung ist. Und da fangen wir mal mit dem Buchletti an. Schön gelegen am Loch Indal, in der Loch Indal Bucht, nachdem Jim McEwan abgedankt hat, er ist in Rente gegangen, hat Adam Hennett seit 12 Jahren, macht er, also ist schon aus seiner Hand, er hat auch schon unterschrieben, jawohl, Adam Hennett, wirklich ein wunderbarer Whisky produziert. Er will diesen Terroir-Charakter total rüberbringen, und zwar, er will die Gerste von Isla, wenn es ihm von der Menge her reicht. Er will das Wasser sowieso, er will seine Fässer nicht auf das Festland fahren, das heißt, er reift seine Whiskys wirklich vor Ort, und es arbeiten inzwischen fast 80 Leute in der Destille. In der Regel kann man so eine Destille mit 15 bis 20 Leuten führen, aber er füllt auch selbst ab. Also er sagt, der komplette Prozess bleibt auf Isla, und er will diesen Terroir Matters auch wieder rüberbringen. Und das ist seine Standardabfüllung mit kräftigen 50 Volumenprozent, muss man sagen. Ist natürlich schon eine Ansage, aber wir starten schon mal ganz gut. Wunderschöne Korken. Ah, das ploppt natürlich immer schön dabei. Flasche natürlich in einem schönen Design. Ist die Farbe der Buchletti Distiller. Überall, wenn man auf dem Farm, auf dem Distillgelände rumläuft, ist alles gestrichen in dieser Farbe. Sogar der Tanklastzug, der das Wasser hin und her führt, ist auch in der gleichen Farbe. Also ganz schöne Geschichte. Buchletti heißt auch Strandbucht auf Gälisch. Also es liegt direkt am Loch Indal. Wir haben keine Torfung drin. Es ist kein Rauch, kein Torf. Völlig unpeated. Wir haben eine Reifung in Ex-Bourbon-Fässern, sieht man schon an der Farbe. Und wir haben ein Non-Age-Statement, das heißt, wir wissen nicht, wie alt er ist. Aber in der Regel kann man mindestens mit 5 bis 8 Jahren mit Sicherheit. Er will natürlich dem 10-jährigen Port Charlotte nicht das Wasser abgraben, aber der, oh, schön ölig, man sieht's. Herrlich. Buchletti wurde 2012 von Rémy Cointreau gekauft. Die lassen völlig freie Hand. Das heißt, Adam Hennett hat wirklich das Sagen, das ist wirklich genial, was der da macht. Und das ist eine sehr schöne Distille. Also ich mag sie unheimlich. So, aber jetzt zum Aroma. Ich rieche so eine leichte Meeresbrise daraus. Also eine kleine Salzigkeit, leichte Salzigkeit und Vanille und Zitrus. Ist natürlich den Ex-Bourbon-Fässern geschuldet, frische Ex-Bourbon-Fässer und schöne Malznote. Wahnsinnig süße. Ui, schön mundfüllen, schön cremig. Vanille ist dabei, so Vanillekipferl. Also, und man könnte eine Rauchigkeit erahnen, aber man darf nicht verwechseln. Rauch mit Torf, zwei verschiedene Dinge. Rauchigkeit kann auch durch die Fässer entstehen. Das heißt, die Abbauprodukte, Tannine, können auch eine leichte Rauchigkeit vorgaukeln. Also, hat man auch da. Es ist eine Pfeffrigkeit dabei, es ist Meersalz dabei. Wir haben schöne Birne, als wenn man einen schönen, leichten Williams trinken würde. Florale Noten sind da drin, also absolut brauner Zucker. Ist eine wunderbare Cremigkeit im Mund, herrlich. Also ein schöner Starter, muss man sagen, auch ein schöner Nachmittagsdrum. Typischer Destillencharakter, also da hat man alles drin. Und wenn man sich jetzt
den vorstelle als Grundlage für den Port Charlotte 10, den man natürlich nach einer gewissen Zeit nochmal in Sauternes-Fässer lagert, die noch mehr Süße da reinballern, dann weiß man, was Adam Hennett da alles vollziehen kann. Definitiv schöne Empfehlung. Aber wir wandern nochmal ein kurzes Stück nach rechts Richtung Beaumont. Ebenfalls am Loch Indal gelegen, eine der ältesten Distille. Sagt ja jeder, eine der ältesten Distille, aber sie dürfen wirklich 1779 da drauf schreiben. 1824 war der Act of Excise, wo natürlich Schwarzbrennen legalisiert wurde. Die durften es schon früher. Wahrscheinlich gab es da schon viel länger eine Distille, aber die hatten seit 1779 Brennrecht und hatten das natürlich auch bezahlt. Der Beaumont 12, wieder die Standardabfüllung. Es gibt natürlich noch ein paar jüngere, aber von unabhängigen Abfüllen füllen sehr wenig. Also unabhängige Abfüller gibt es relativ selten. Buchletti kenne ich auch kaum welche, aber bei Beaumont noch eher weniger. So, wir haben jetzt, wie gesagt, die 12 Jahre da drauf. Wir haben 40 Volumenprozent zu den 50 davor. Natürlich schon ziemlich abgesagt, muss man natürlich sehen. Aber da hat man überhaupt nicht diese Intensität gespürt. Jetzt mal sehen, wie er hier rüberkommt. Hier haben wir Bourbonfässer und Teil Sherryfässer, Oloroso. Das heißt, da haben wir die schönen trockenen Sherryfässer. Und wir haben getorftes Malz. Das heißt ungefähr 35 Parts per Million, Phenolic Parts per Million. Und die riecht man ganz sanft. Aber es kommt natürlich mehr Meersalz raus bei Beaumont, was man natürlich in jedem Video bei denen sieht. Diese Vault Number One, die einen Meter unter dem Meeresspiegel liegen, die natürlich sehr wunderschön gelegen sind an der Distille und auch für die Touristen schön zu besuchen sind. Aber es kommen so viele Whiskys aus dem Vault Number One, wo man sich manchmal fragen kann, können da wirklich so viele Whiskys durchgeführt werden? Aber sehr schön anzuschauen. Wir haben deutliche Rauchnoten drin und Torf. Aber natürlich auch Fass, Sherry. Honig. Honig und Zitrus, der ist da. Ganz wenig Vanille. Deutlich weniger Alkohol als beim Lady, aber eine wunderschöne Honigkeit, also wirklich ein ganz leichter, weicher, sanfter Whisky. Oh, ist sehr geschmacklich, fein. Orangenschale, so eine cremige Milchschokolade. Und dann schönen warmen Abgang. Also ich kann mir auch vorstellen, auch obwohl er getorft ist, 35 ppm, würde ich den vor dem Lady trinken. Da ist die Reihenfolge, muss man selbst entscheiden. Also diese Rauchigkeit ist sehr weich, sehr angenehm, toll. Beaumont hat natürlich auch einen gälischen Hintergrund, heißt großes Riff, passt sehr gut. Die Distille wurde im Zweiten Weltkrieg als U-Boot-Stützpunkt oder als Luftwaffenstützpunkt benutzt. Also ganz interessante Geschichte. Wunderbar. Wir reisen weiter, gehen in den Süden von der Insel Islay zu Lagavulin. Das ist das, was ich hasse, wenn diese Abreißlasche nicht durchreißt. Ah, nochmal mit dem Siegel versehen, absolut sicher. Wunderschönes Block. Lagavulin, auch ein gälischer Hintergrund. Die Mühle, die in der kleinen Senke steht oder irgend sowas. Also wirklich
Interessante Beschreibung. Oh ja. Lagavulin gehört dem Diageo-Konzern, wird natürlich auch zum teilweise als Zugabe zu den Blendings benutzt, aber das meiste wandert wirklich in die Originalabfüllungen. Der Lagavulin 16, ein Meilenstein, immer schön, immer gut. Und hier haben wir den 8-Jährigen, der zum Jubiläum, zum 200-jährigen Jubiläum rausgebracht wurde, 2016. Und 48 Volumenprozent. Also nicht sehr intensiv, aber es ist eine schöne Trinkstrecke. Der Distiller, wie gesagt, 1816 gegründet. 1880 hat Alfred Barnard mal, das ist ein Whisky-Journalist aus Schottland, hat mal eine Rundreise gemacht und hat auf Islay bei Lagavulin einen Whisky getrunken, hat den beschrieben. Und das hat Lagavulin wieder versucht nachzuvollziehen, diesen Whisky von damals. Und den hatten sie als Jubiläumswhisky rausgebracht. Whisky-Journalist ist eigentlich eine interessante Beschreibung, würde ich auch noch gerne machen. Es kommt ganz wenig Rauch, es kommt auch so ein medizinischer Rauch noch mit. Aber wir sind hier bei 45 ppm, also der muss schon antreten. Vielleicht ist er auch zu kalt, aber trotzdem 35 ppm, 45 ppm, wir steigern uns langsam. So ein, wie so ein Tabakrauch bleibt zurück, wenn man ihn getrunken hat. Der Hausstil ist trocken, der ist da, maritim sowieso, weil auch natürlich an der See gelegen, wirklich an der Südspitze. Er hat so eine trockene Getreidigkeit dahinter und eine sehr schöne Rauchigkeit. Der Abgang bleibt lang und rauchig. Und es bleibt so eine leichte medizinische Rauchigkeit im Mund zurück. Nicht mit Lafroy zu vergleichen, eine ganz andere Geschichte. Der Destillationsprozess bei Lagavulin ist viel langer, viel länger, intensiver. Die haben mehr so diese Tröpfchendestillation. Das heißt, da fließt der New Make viel langsamer raus und dadurch entsteht ein viel weicherer, komplexerer New Make. Der Rauch ist immer da und wirklich wunderschön. Er ist in Fresh Refill und Refill American Bourbon Fässer abgelagert. Also wirklich. Und diese 8 Jahre merkt man, er ist da, er ist jung. Er ist super. Er kommt natürlich nicht an den 16-Jährigen ran. Er ist anders. Der 16-Jährige ist natürlich noch in Sherryfässer gelagert, aber er hier ganz andere Geschichte. Aber wunderschön. Toller langer Rauch, bleibt lange haften. Wunderbarer Whisky. Wir reisen wieder in den Norden und Westen. Es war mal die westlichste Destille. Kilhoman war auch mal eine relativ kleine, weil es eine Farmdestille ist, wirklich Eigentümer geführt noch. Wunderschöne Flasche, ich liebe dieses Design, diesen breiten Boden, da hat man wirklich was in der Hand. Muss ich schon sagen, als ich das erste Mal Kilhoman getrunken habe, war ich echt geflasht. Wo ich sage, da machen die richtig was Tolles draus. 2005 von Adam Wills gegründet, leider inzwischen verstorben. Und seine Witwe führt das natürlich mit dem nächsten Master Distiller weiter. Durch mal diesen Kork mal. Also da ist wirklich Wahnsinnsqualität dahinter. Und der Mackerel Bay ist wirklich das Flaggschiff der Destille. Wenn ihr mal auf Islay seid, fahrt noch mal 2 Meilen weiter westlich, da landet ihr am Mackerel Bay, wirklich eine wunderschöne Bucht, die ist 2 Kilometer lang, 200 Meter tief, feinster Sandstrand, aber ihr wollt auch nicht baden gehen. Eis wirklich so kalt. Also ich bin nur bis zu den Knöcheln rein und wieder raus, weil ich sage, nee, tue ich mir nicht an. Aber wunderschön flach, das Meer läuft toll aus, da ist ein altes Wrack noch da, pittoresk. Also wirklich schön anzusehen. Ups. Kilhoman versucht auch, weil Farmdestille natürlich sehr viel von ihrem eigenen
Getreide, Gerste zu verarbeiten. Und inzwischen sind sie aber natürlich auf einem Niveau, wo sie natürlich auch zukaufen müssen. Aber auch hier versuchen sie sehr viel von Eila zuzukaufen. Aber das meiste, die Hälfte kommt bestimmt vom Festland. Wir haben hier, der Mekki Bay ist, ich muss euch vom Geruch, muss ich fast sagen, ist fast eine schöne Fruchtigkeit, schöne Zitrusnoten, aber auch weiße Früchte. Ich rieche Birne, ich rieche Apfel. Ein bisschen exotische Früchte auch. Eine Ananas. Wenn ihr Ananas auf den Grill schmeißt. Wir haben 50 bis 55 ppm Parts per Million Rauch drin. Der kommt jetzt erst nach. Den hat man im Aroma erst gar nicht geschmeckt. Er kommt erst hinterher. Also man sieht, er hat schon seine intensiven Rauchgeschichten, aber erst retronasal. Pronasal kaum was. Es ist so eine tiefe, erdige Rauchigkeit. Also als hätten sie ein ganz anderes Tor verwendet als Kilhoman vorher oder als Artback sowieso. Aber hier schöne, erdige Rauchigkeit. Pfeffrigkeit ist dahinter. 46 Volumenprozent ist nicht viel, aber trotzdem schöner Pfeffer im Mund und im Gaumen. Abgang ist so mittellang. Hier haben wir auch eine Zumischung an Sherryfässern, aber relativ wenig. Also ihr seht natürlich, die helle Farbe ist den Bourbonfässern geschuldet, aber Sherry minimal, da bewegen sie sich maximal 10 bis 20 Volumenprozent bei Mischung. Und der Rauch entwickelt sich. Ich glaube, dadurch, dass eine frisch aufgemachte Flasche war, war der noch gar nicht so präsent. Lasst den ruhig mal warm werden. Lasst ihn ein bisschen im Glas stehen. Deckt den auch gerne mal ab. Da werdet ihr sehen, da entwickelt sich der Rauch noch intensiver und viel, viel stärker. Also da. Oh ja, er kommt. Ich muss sagen, ist ein Spätzünder. Aber völlig eigener Hausstil. Sehr interessant. Toll. Also Farmdestille, ich hoffe, sie machen es noch sehr lange. Und intensiver. Also das ist schon eine Destille, da muss man dabei bleiben. Wir wandern wieder nach Süden, zu Laphroaig. Auch hier wieder, wir sind nicht auf die Standardabfüllung. Ihr merkt es, wir sind nicht auf den 10er, wir sind auf den Quarter Cask. Weil ich finde den Quarter Cask viel interessanter als die 10-jährige Abfüllung. Das sage ich euch nachher. Kein Jahrgangswhisky, wir wissen es nicht. Non-Age Statement, also man bewegt sich auch wahrscheinlich auch wieder zwischen 5 und 11 Jahren. 48 Volumenprozent, gute Trinkstärke. Da freut natürlich auch ein gälischer Hintergrund. Lange Niederung an der breiten Bucht. Ist wirklich wunderschön gelegen an so einer breiten Bucht. Freud spaltet Familien. Also sie werden ihn lieben oder hassen, heißt es immer. Und ich hab, wenn ihr zu der Stille runterläuft, zu Laphroaig, ist so eine Wand der Friends of Laphroaig. Da kann man natürlich sich ein kleines Stückchen Grundstück kaufen, wenn man da Anteil haben will. Und da gibt es so Fliesen an der Sonnewand. Da steht eine, die hat mich unheimlich beeindruckt. Wenn Sie Ihre Schwiegermutter aus dem Haus haben wollen, schenken Sie ihr ein Glas Laphroaig ein. Den 10er am besten. Medizinisch, torfig, rauchig. Der haut jeden zweiten um, also muss man schon sagen, aber der Quarter Cask ist etwas milder, muss ich schon sagen. Jo, also da hat man auch diesen typischen Hausstil drin, dieses medizinische, diesen phenolige medizinische, muss man sagen. Ich nenne es immer wie abgebranntes Krankenhaus oder so abgebrannte Mullbinden. Das ist da wirklich. Und wenn ihr bei Laphroaig steht an dieser Bucht und da schwappt diese ganzen Meeresalgen, da hat man fast diesen Duft auch wieder. Als könnten die das Ding irgendwie rausdestillieren. Also es ist wirklich völlig flashy. Das heißt,
schenkt euch in der Destille ein Glas ein, geht raus und riecht praktisch dieses Meersalz, diese vergorene Meeresalgen, die da vor der Destille rumschwappen, und dann riecht nochmal rein. Das ist so ein tolles Erlebnis und Dufterlebnis auf jeden Fall. Der Torfrauch ist immer da. Immer da. 50 bis 55 ppm, absolut, der ist da. Oh ja. Aber eine leichte Vanilligkeit dahinter. Ganz wenig Süße, Malz, Karamellbonbon ist ein bisschen da. Und der Abgang ist lang und rauchig. Abgefüllt natürlich in den Standard Barrels, Bourbonfässer, und natürlich nachgereift noch in Quarter Casks. Das heißt nochmal kleinere Fässer, um noch mehr Fassanteil zu bekommen. Und den merken wir auch, diese Tannine, die trockene Zunge, der ist auf jeden Fall erkennbar und erlebbar. Aber eine schöne Cremigkeit, Öligkeit auf jeden Fall da. Braucht sehr lange, um runterzulaufen. Absolut schönes Mundgefühl. Dieser Spruch, Sie werden ihn lieben oder hassen, ist auf jeden Fall vorhanden. Ich liebe ihn. Laphroaig ist wirklich eine wunderschöne Destille. Mit Ardmore zusammen gehören sie zu Beam Suntory. Also wirklich toll geführt. Schön. Wir schließen ab mit Ardbeg. Also wirklich Ardbeg, gälisch, kleiner Hügel. Wir haben den 10er genommen, weil ich finde, den 10er ist wirklich ein Meilenstein. Wirklich auf jeder Messe mehrfach prämiert. Also, Jim Murray bewertet ihn mit 94 Punkten von 100. Also einer der besten Whiskys der Welt. Und zu einem wunderbaren Preis, was man natürlich von Ardbeg nicht immer kennt. Wenn ihr die Jahrgangsabfüllungen kennt und auch sammelt, dann wisst ihr, was ihr da hinlegen müsst. Aber beim Ardbeg 10 seid ihr wirklich in der absoluten Standard-Range. Ardbeg gehört Louis Vuitton Moët Hennessy mit Glenmorangie zusammen. Und da wisst ihr, dass Dr. Bill Lamson natürlich wunderbare Whiskys macht und auch mit dem 10er sehr viel experimentiert und wirklich wunderschöne Fässer natürlich dazu aussucht. Hier die Öligkeit ist extremst intensiv. Er fließt wahnsinnig langsam am Glas entlang. Er ist eine schöne Rauchigkeit. Das ist genau das Rauch, das jeder Rauchliebhaber, also torfiger Whiskytrinker eigentlich haben möchte. So eine schöne abgebrannte, wie so ein Eichescheit auf dem Grill. Es ist so ein, man kann nicht sagen Zitrus, es ist eher eine Limette. Aber eine Süße da drin, die ist wirklich mit Vanille zusammen. Ein Whisky zum da niederlegen. Er kommt erst süß, dann kommt der Rauch und der Rauch bleibt hängen und der Rauch geht gar nicht weg. Er bleibt im Mund. Ewig lang. Also das ist ein Whisky genau richtig zum Abschluss. Und mit dieser nussigen Vollmundigkeit sage ich danke für euren Zuschauen. Schickt uns einen Daumen rauf, schickt uns einen Daumen runter, schickt uns gern Fragen dazu, wir antworten euch gerne, und ich bedanke mich für euer Zuschauen. Genießt noch den Abend, ihr habt bestimmt noch was im Glas. Macht es gut, euer Rainer. Tschüss.